Hallo, Mutti, wo bist du? Ich warte auf dich. Hallo und herzlich willkommen zurück in Valheim auf der Jagd nach der Zeckenmutti. Ich möchte sie aus ihrem Versteck locken, aber ich glaube, sie ist nicht so blöd. Oh. No, ich habe Angst. Mama! Also, meine Mama, nicht die Zeckenmama, meine ich. Ob das eine gute Idee ist, da oben zu stehen, weiß ich nicht. Ich gehe halt mal hoch und guck mal ins Land. Sehe ich sie irgendwo? Oh, bitte nicht ab. Da unten ist sie, das Böse. Moment, ich muss mich drauf vorbereiten. So, jetzt kriegt sie eins gesemmelt. Eins, die schnell. Olei, ist die schnell. Feuer? Jo, Feuer, sehr gut. Dann lasst uns stiften gehen. Ich glaube, ich habe sie geärgert. Das ist gut. Da hinten kommt sie ums Karree. Hätte ich mehr Zollen draufhalten? Ja, sicher. Jawohl, sie fackelt. Das hat sie nicht gern. Feuer hat sie nicht gern. Und jetzt noch ein paar. Den Helm muss ich wieder anziehen. Von den Giftpfeilen und von den Stacheln. Jawohl, so. Sieht's doch gut aus. Wer ist jetzt der? Wer hat die Hosen an? Also erstmal ruhige, ruhig, Brutus. Reiß dein Maul nicht so auf. Die kommt, wenn du nicht damit rechnest. Siehst du? Die will dich. Die will dich. Die will mich. Die mag mich nicht. Ich mag sie auch nicht. Sie verschanzt sich hinter dem Felsen. Boah, das. Die kleine Mistkröte verschanzt sich. Ja. Die will mich in den Nebel locken. Hab schon kapiert. Hab schon verstanden, was du von mir willst. Zeig dich. Ich hab sie! Ich hab sie! Ich hab die Mutter getötet! Juhu! Fui, 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 fui! Ja. Sorry fürs Laut! Ich hab sie getötet! Yes! Ich hab's geschafft! Juhu! Fui, 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 fui! Ah, jetzt muss ich erst das Portal stellen und eine Hütte bauen, dass ich, wenn ich flüchten muss für die nächste, dass das gebaut ist. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Ja, mach mal zu. Ja. Ene, mene, mu. Dann würde ich das Portal stellen. Welches ich nicht habe. Erstmal die Werkbank anders hinstellen. Und dann gehen wir runter und besorgen uns die Trophäe. Ich hoffe, sie hat eine Trophäe da gelassen. Oh, zwei Sottlingkerne, was sind die? Ja, die brauche ich halt, ne? Und dann haben wir ein Portal nach Hause. Geh an. Sehr gut. Hier wird wieder gelagert. Das ist sehr gut. Hier das Lager. Oder ich gehe nach Hause, bring das kurz nach Hause und komme wieder. Aber dann kann das ja sein, dass sie spawnt. Das Holz lasse ich da, das brauche ich. Den Rest nehme ich mit. Ja, dann lasst uns kurz reingehen. Ausladen, reparieren, runter, die Trophäe suchen. Und dann war das ein ausgezeichneter Tag. Jo, sehr gut. Freu, freu, freu. Jo, jo, jo. Die Zeckenmutti ist tot. Jo, jo, jo. Wahrscheinlich kommt noch was Schlimmeres. Oh, schlimmer geht immer. Schlimmer geht immer. Ja, ich weiß. Halt, ich brauche eine neue Kiste. Ich wollte es einen Berg machen, aber das ist nicht der Berg. Das ist die Nebellande.
Das ist was ganz Neues, Junge. Kannst du nicht in Berg machen. Aber hier. So, lasst uns runtergehen, auch wenn dunkel ist. Oh, im Nebelland ist sowieso immer dunkel. Lasst uns reingehen und gucken, was wir finden. Ich weiß, es gibt noch schlimmere Kreaturen hier. Oder ich denke, es gibt noch schlimmere. Aber aus den Lüften haben wir vielleicht mal vorübergehend Ruhe. Ja, ist ja klar. Ist ja klar, dass es jetzt schiffen muss. Wo ist... Wow! No! Ah, ist das mein Helm? Nein, das ist ein anderes Fragment, oder? Oh nee, was bist du? Oh, Sucher! No, ein Sucher! No! Oh nein, 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 nein! No, 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 no! Sucher, 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 Sucher! Stell an die Wand! Mit dem Rücken an die Wand! Ich kann nicht! Ich habe keine Ausdauer! Scheibe, was ist das? Scheiße! Fuck! Oh! No, was geht hier? No! Er hilft mir! Nein, er ist gegen mich! Nein! Nein, er tötet mich! Ah, oh, was ist das? Was ist das für ein Gnom? Hallo! Ich rede von schlimmer und schlimmer kommt immer. Was ist das? Was habe ich hier? Ich muss raus. Ich war ja. Was ist das? Sucherfleisch. Zitinpanzer. Was war das für ein Gnom? Hallo, was war das für ein Zwerg? Ich konnte es nicht lesen. Jo, also, ja, okay, schlimmer geht immer. Alles klar. Ja, lass mich mal die Jotun holen. Da ist er wieder. Das gibt's doch gar nicht. Nee, das ist nur das Gewitter, oder? Lass mich mal rein in den Schutz. No, ich bleib da. Mama, nicht denken, Mama. Mama, Mama, meine Mama. Meine Herren. Ich habe gewusst, dass es schlimm wird, aber dass es so kommt, mit dem habe ich nicht gerechnet. Dann lasst uns noch ein bisschen Holz holen. Was war das für ein Gnom? Da liegt noch ein... Ah, vielleicht ist das meine Trophäe von der Zeckenmama. Achtung, hochheilen, hochheilen, hochheilen. Erstmal hochheilen. Hör doch auf. Was ist das? Boah, ja! Was ist das? Gallenbeutel. Ätzende Galle, die der Leiche eines Gyal entnommen wurde. Geile Scheibe! Ja, ich hab die Galle vom Gyal. Boah! Bitter, bitter! Ja, ja, ja. So. Hätte ich. Okay. Und das war's? Nur eine Galle oder gibt's da mehr? Moment, Moment, ich habe schon wieder so einen Käfer gehört. Was liegt hier? Okay, Gold, Gold. Was war das für ein Gnom? Da muss doch irgendwo hausen. Ah, das war ein Hase. Ups, ein Freeze, sorry, die Welt speichert. Gibt's hier Höhlen? Systeme. Oh, das ist eine coole Nummer. Oh, geiler Baum. Guter Place für einen Baum. Gefällt mir sehr. Junge, Junge, Junge. Okay, lasst uns wieder rein. Hoch an unser Portal. Mir geht ein bisschen die Muffe. Ich bin jetzt auch noch ein bisschen gerade aufgewühlt, nicht dass ich einen großen Fehler begehe. Da ist der Magiehut. Lasst uns mal Richtung Portal gehen. Äh,
Okay, wenn es das ist, ne? Boah, das ist so ein verklüftetes Ding hier. Dann nehme ich dich mal mit. Danke, kein Platz. Vielen Dank fürs Gespräch. Ein Hasenfell muss ich liegen lassen. Für die Pilze. Eigentlich sollte ich das nicht machen, oder? 11 Gold hätte ich wegschmeißen sollen. Egal, lass es liegen. Wow. Okay, ich gehe mal da drauf und verfolge mal den Stamm. Willkommen. Hallo? Willkommen? Was ist das? Willkommen? Die uralte Wurzelstrahlenergie. Hallo? Zwergschurke. Ah, den Schurke. Hallo? Oh, du, ich habe dich aus Versehen getötet. Warum bist du jetzt freundlich? Ach so, das war keine Absicht vorher. Halt, halt, warte doch mal. Ich habe den aus Versehen, weil ich am Kämpfen war. Der hat mir geholfen. Dann ist er. Entschuldigung, Entschuldigung. Freund, Freund, Freund. Hallo? Was bist du? Wokabuki? Wokabuki? Hallo? Hallo, Wokabuki? Was muss ich machen, damit du mit mir redest? No, 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 no. Oh, oh, oh. No, no. Oh, oh, no, 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 no. Okay, okay, okay. Hey, 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 hey. Peace, peace, peace. Was machen wir jetzt? Was kann ich machen? Du bist ein Schurke. Ja, und was mache ich mit Schurken? Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, ich unterhalte. Ja, Schurke möchte nicht mit mir reden. Was soll ich tun? Ihn töten? Er ist sichtlich nervös. Gibt es da einen Eingang irgendwo? In eine Burg? In eine Höhle? Oh. Ja, okay, ich verziehe mich. Er will nicht mit mir reden, dann verziehe ich mich. Ja, ich gehe. Ja, ja, ist ja gut. Mach deinen eigenen Scheiß. Ist okay. Folgt er mir? Keine Ahnung. Ich hol die... besorgt mir noch die Jotun. Hüte oder Kapseln. Puff. Pief, puff, puff. Und dann gehen wir mal hoch. Irgendwie findet man sich da noch nicht so richtig zurecht. Aber ich habe es geschafft und hab die Drachenmutter getötet. Vielleicht ist er mir deswegen dankbar, weil ich seine Erzfeindin getötet habe. Und als normal wird er mich töten oder wird mich angreifen. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Das werde ich alles noch rausfinden. Dann würde ich sagen, wir besorgen uns mehr Holz und gehen dann weiter rein in die ganze Geschichte. Das sieht schon mal sehr gut hier aus. Schön, sehr schöne Bilder. Lass mal da hoch. Das ist sehr gefährlich hier so rumzukraxeln. Ich habe immer die Hoffnung, dass es irgendwo an dem alten Rüstungsteil da irgendwas auch ist, so. Wie weit war ich drin schon? Ich muss wieder anmachen. Okay, ich war schon da vorne. Brauch ein Bild. Oh, schön. Was ist das? Ein Uhr. Noch eine Wurzel. Dann lasst uns mal hoch ausladen. Scheiße, ich sehe die Ausdauer nicht. Ja, das ist schlecht. Vielleicht sollten wir dieser uralten Wurzel folgen.
Erstmal sind wir hier bei unserem Haus. Da mache ich eine zweite Schicht oben drüber. Vielleicht viel besser, wenn ich eine zweite Schicht mache. Und erstmal alles zu Hause lagern, was nach Hause gehört. Ja, geile Nummer. Ätzende Galle, die der Leiche eines Gerl entnommen wurde. Was kann ich mit der machen? Nichts. Da muss ich mich durchfuchsen. Erstellen. Nichts Neues. Bis jetzt nicht. Dann vielleicht an der Werkbank. An der Werkbank. Bis jetzt finde ich nichts. Ich mache mir jetzt eine Kiste. Und da schmeiße ich alles rein, dass ich das extra habe. Die nehme ich mit. Und eigentlich brauche ich die nicht zu Hause, sondern im Nebelland. Essen nicht vergessen. Immer das alte Leiden. Ich habe zu viel Gedöns. Ja, egal, nimm's mit. Wolfi, ich muss noch mal gehen. Pass mal auf. Ne? Ich muss noch mal rüber. Du willst nicht mit, oder? Ah, du hast mehr Angst als ich. Das ist gut. Vernünftig, vernünftig. Hab's gehört. Wolfi bleibt lieber zu Hause. Der hat mehr Schiss als ich. Dann halt umstellen. Nebelland N. Jawohl, wir haben Verbindung. Dann schmeiß ich mal alles hier rein. Nein. Ich wollte eigentlich oben noch eine Lage drauf machen. Ja, lasst uns das machen. Und irgendwie einen Eingang. Das geht ja nicht. Dass ich besser rauskomme. Vielleicht sollte ich hier eine Tür reinmachen. Ich glaube, das ist besser. Wenn die Zeckenmama wiederkommt, die macht das in kürzester Zeit platt. Ja, nicht nur die Zeckenmama, es gibt ja noch mehr. Das ist nur für den Anfang. Keine Ahnung, warum ich es mache. Damit sie es wieder zerstören kann. Ja, so sieht's aus. Glaube ich. Wenn sie wiederkommt, kann ich halt gleich hoch, oder? Ich muss mit ihr kämpfen, weil es bringt nichts. Sie zerstört mir ja alles. Hätte ich müssen mehr in den Berg. Oh, höher. Ich hoffe, ich habe alles von ihr gefunden und habe nichts liegen lassen. Hier muss sie die Tür zumachen. Das ist nicht ratsam. Gegessen habe ich. Dann. Jo, ich gehe runter. Das ist unsere Leuchte vom letzten Mal. Au, 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 au. Jo. Mein Leben. Mein Leben. Oh, nee. Wie kann ich nur so runterheizen? Mann, Mann, Mann. Ach doch, Achtung, Achtung. Junge, war das eine Höhe. Jo, das war meine Leuchte. Alter, nicht meine, die gehört jemand anders, aber eine coole Nummer. Hau ab, du Dreckmeer! Boah! Was soll das? Die Mistkröte. Antike Rüstung im uralten Wurzelstück. Jo! Die ist reingewachsen. Mir schwant Übles. Lass mich raus. Ich komme nicht mehr raus. Boah, das ist eine fiese Nummer, oder? Das ist echt eine fiese Nummer. Boah. Du kommst da nicht hoch, wenn's scheiße läuft. Da oben ist mein Licht. Jawohl, oh, das Licht ist echt geil. Zum Glück haben wir hier Lichter, die uns den Weg weisen.
ein bisschen viel hier. Lasst uns mal gucken, was wir mit den Blutsäcken oder was war, wie hieß das? Blutklumpen machen können. Halt, hier ist meine Kochstation. Dankeschön. Es scheint noch nichts. Es sei denn, ich kann was hier machen. Nein, das war's. Es geht nicht. Irgendwas übersehe ich wieder. Dann lasst uns mal die Magiehüte, Jotunbläschen und von dem Magiehut Pflanzen setzen. Und vielleicht brauchen wir das zu dem Blutsack oder Blutklumpen als Kombination. Ja, erstmal die Frucht setzen, oder? Das bietet sich doch hier gerade an, hier, oder? Was kann ich hier nicht? Oh, sorry. Angebaut werden. Okay, dann geht das hier? Oder kann ich die nur hier pflanzen? Nein. Lass uns mal lesen. Gesund. Alles klar. Jo. Wie weit kann ich rein? Auch gesund. Und den auch noch gesund. Auch noch gesund. Sehr gut. Es scheint, wir sind auf dem richtigen Weg. Danke fürs Bescheid sagen. Da habe ich ja richtig wieder mal in die Mülltonne gegriffen, als ich die gepflanzt habe in der Ebene. Wo kann ich da noch weiter rein? Auch noch gesund? Sehr gut. Das sieht schon viel besser aus. Und dann, wenn... Oh, Entschuldigung. Ja, ist ja gut. Habe ich noch? Eins. Jo, so sieht's aus. Wir haben neues Bauland, neue Gärten. Nicht groß, aber wir haben sie. Und was noch besser ist, ich habe die Zeckenmuttel getötet. Ja, Freu. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn's wieder heißt, was macht er denn jetzt schon wieder? Dann gehen wir tiefer rein, in das Nebelland. Jo, Freu. Tschüss. Jetzt habe ich noch mal kontrolliert. Am Anfang hieß es, sie sind gesund, aber in dieser Umgebung können sie hier nicht wachsen. Da bin ich zu weit reingegangen Richtung Berg. Und ab hier, da ist anscheinend die Grenze bei der Schwadenfackel. Hier kann nicht in dieser Umgebung wachsen. Gesund. Mehr Platz. Gesund. Gesund und ab hier hört das Ganze mit Spaß auf. Da habe ich schon wieder meinen Übermut durchgehen lassen. Ja, so sieht's aus. Okay, das ist nicht sehr tragisch. Ich würde dann die Schwadenfackel als Grenze nehmen. Hier. Nicht über das setzen. So, das ist die Grenze. Jo. So sieht's aus. Habe ich noch Holz? Kann ich bauen? Nein. Da mache ich eine Begrenzung rein. Das geht nicht. Das muss begrenzt werden. Ich habe noch ein bisschen Holz. Dass ich es weiß, sonst vergesse ich das wieder. Holz sparen. Geistig. Jo.
Hier ist die Grenze. Weiter drüber darf ich nicht. Dann mache ich die Schwadenfackel oben drauf. Das sieht vielleicht besser aus. Ah, nein, nein, nicht. Oh, jetzt habe ich doch tatsächlich meine Jotun kaputt gemacht. Auch clever, oder? So, hier ist die Grenze. Weiter rüber geht nicht. Der hat zu wenig Platz. Das kann wachsen. Okay, das verkümmert. Der Magiehut kann nicht in dieser Umgebung wachsen. Sehr scheiße. Auch nicht. What? Bin ich zu weit drüben? Gesund, gesund. Okay, das ist nochmal verkehrt. Dann noch ein Stück rein. Jetzt hoffe ich doch, dass es jetzt dann erledigt ist. So. Okay. Kann nicht wachsen. Gesund. Gesund. Und er kann nicht, weil wegen dem Platzmangel. Gesund. 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 Und die Jotunbläschen sind sowieso gesund. Jo. Okay. Dann würde ich sagen, das sieht jetzt auf jeden Fall viel besser aus. Ciao.